Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Yeah, Hallöchen. Ja, ich habe nichts gemacht. Geht, fahrt weiter. So, wir wechseln erstmal zu Michael, würde ich sagen. Und ich mache heute eine Story-Mission. Und wie bei den anderen zwei Let's Plays, Outlast und Eleanor, muss ich auch hier sagen, lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr ein Part hochgeladen. Deshalb werde ich einfach nicht fertig. Falls jetzt Leute fragen, warum immer noch GTA 5, warum ist er immer noch nicht fertig? Geht halt nicht, wenn ich nichts aufnehme. Und ein Video in dem Jahr, und das Jahr ist ja jetzt schon fast zur Hälfte zu Ende. Deshalb brauche ich halt so lange. Mittlerweile gibt es ja auch schon seit ein paar Monaten GTA 5 für den PC, aber das ist immer noch die Xbox-Version. Ich will ja immer noch auf 100% spielen. Und wir mopsen uns erstmal ein Auto. Ich gucke erstmal auf der Karte. Hab zuerst überlegt, Story... Wo sind wir denn bitte? Story-Mission machen oder eine Nebenmission. Aber wir haben ja vor zwei Parts... Also der eine Part kam letztes Jahr. Oh, nee. Ich muss erstmal wieder mit den Tasten zurechtkommen. Handy rausholen, so geht das. Los geht's, genau. Lester, wir wollen nämlich den Überfall da machen. Ins FIB da einbrechen. Also im vorletzten Part haben wir damit angefangen. Wir gehen das nochmal. Wo ist ein Telefon? Ah, Kontakte. Taxi wollte ich anrufen. Ihr kennt mich. Ich bin immer zu faul, selbst zu fahren oder, keine Ahnung, zu laufen. Gut, das ja, denke hey, ich, da ist jeder zu faul dazu. Yep. Wir haben da mehrere Möglichkeiten, sehe ich da auf dem Radar. Ein H. Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, nee, ah, das H, da wollen wir hin, genau. Das ist ja der Überfall. M. Michael, die Michael-Mission. Und es ist Simeon. Hieß der Simeon? Ich glaube schon. Aber da wir das halt angefangen haben, machen wir das. Letzter Part haben wir nur Nebenmission gemacht. Was muss ich machen? Einfach einmal Y drücken? Ja. Da war ich ja immer verwirrt. Ah, oh, warte mal. Da habe ich eben, als ich gestartet habe, hat er schon gestanden. Das wurde irgendwie verändert, anscheinend. Drive-by, zielen und feuern. Das habe ich ausprobiert. Geht besser so. Weil normal war Drive-By immer richtig mies. Wie wähle ich denn? Also, okay. War das immer mies zu schießen aus dem Auto, da der direkt geschossen beim Zielen und so geht das besser, habe ich getestet. Mache ich einfach mal so. Ich habe mir das letzte Video angeguckt. Also das vorletzte, als ich den geplant habe, da war ja wieder, war ich bei Lester und mit der Tafel und so, da gehen wir jetzt auch wieder hin. Und ich habe mir die schlechtesten Mitglieder genommen, also die am wenigsten Geld verlangen. Und ich habe mich für die Variante B entschieden. Das heißt, diese Ninja-Taktik, irgendwie mit dem Fallschirm aufs Dach landen, auf dem Dach landen und so ein Sicherheitssystem knacken. Und wir hätten auch die andere Variante wählen können, das wäre aber ein bisschen brutaler, glaube ich, gewesen. Inappropriate decision I made a long time ago. Ah, thanks for the moral support. I appreciate it. What the fuck ever happened to burying the past, huh? Any fool should be able to turn over a new leaf, right? Well, first, your new leaves aren't so very different from your previous leaves. It seems like they fell from a pretty similar tree. And second, this is the age of the internet, my Luddite friend. Nothing is forgotten. There are no new leaves. Everything you do and don't do is recorded forever and used to beat you. This is the age of Judgment Day every day. And in the revelation of that, I'd say that you got off pretty lightly. What with all the murders and the thefts and... All right. This straight talk and new tell it like it is reality guy act. It ain't working so well for me. In that case, don't worry about it. Everything is fine. You're a good man and a great father, really. It's more like it. Hey, what's up, y'all? Hey. So what y'all talking about? The internet age. The internet age? Oh, yeah. Man, ain't we got a highly defended federal building to fucking rob? Yes, we do. Let's get after it. I'm gonna miss this place. If we're gonna do this thing and maybe take that score, well, I guess this has all got to be gone. All right, with the sad goodbyes. Okay, begib dich zum Regierungsgebäude. Lester fackelt anscheinend jetzt das Gebäude ab. Wo war das? Ist das dann für immer weg? Okay, wir müssen dahin. Da fahre ich aber hin. Muss ich mir mal merken.
ob das dann wirklich irgendwie in Flammen steht oder komplett vernichtet ist. Das gab es ja öfters schon, auch in anderen GTA-Teilen, glaube ich. Ja, natürlich, in San Andreas war das auch so, oder in Vice City. Und hier ja auch da diese Hütte, die wir abgerissen haben, da in den Hills. Das bekannte Spiel, ich achte natürlich wieder nicht drauf, was die labern, weil ich erstmal hier einen Unfall bauen muss und ich muss darum, ich hoffe, das Navi zeigt mir den richtigen Weg. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mittlerweile jetzt auch GTA 5 für den PC habt, weil viele hatten es ja noch nicht, deshalb haben sie auch Let's Plays geguckt, weil sie keine Xbox hatten und so. Dann, ja. Sehr schön. Könnt ihr gerne mal kommentieren. Wahrscheinlich seid ihr schon durch. Ich habe es ja schon seit 2013, September, und bin immer noch nicht durch. Natürlich wäre ich schon durch, hätte ich privat und so gespielt, aber mache ich einfach nicht, weil ich das halt aufnehmen will. Und wenn ich keine Lust für YouTube habe, was halt seit über einem Jahr ungefähr so ist, immer mit so Phasen, natürlich habe ich ab und zu hochgeladen, aber dieses Jahr war ja extrem wenig bei mir auf dem Kanal los und da kann ich ja das Spiel nicht durchspielen, bevor jetzt wieder die Klugscheißer kommen, du bist dann nicht fertig, du bist der schlechteste Let's Player. Das hat mich immer, früher hätte mich das gestresst, aber keine Ahnung, mittlerweile nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie schwer das jetzt hier wird. Natürlich jetzt lange nicht mehr gespielt und direkt so ein Überfall ist natürlich auch ein bisschen hart, aber ich komme ja da nicht wirklich raus. Kurz muss ich die Tasten wieder rausfinden. Oh, das wäre jetzt mies gewesen, hätte wir den überfahren. Da müssen wir gleich da sein. Ich bin echt mal gespannt. Also, okay, da müssen wir uns wahrscheinlich ein Heli erstmal holen. Oh fuck, ich habe gerade unten gelesen. Scheiße, ich bin tot. I need IT outside the FIB building. Ready for the cyber part of this op. Warum darf ich da eigentlich rein? Also hier habe ich mir schon mal ein Heli gemobst in GTA Online. Ich habe jetzt nur den Unfall da vorne gebaut, weil ich unten mal auf Text geachtet habe. Warum dürfen wir da einfach rein? Machen die was? Oh. Alright, you're Haynes' pilot, right? We gotta wait until it's late enough, then we move in the chopper. Alles klar, Zeit verstreicht. If you wanna pilot the first leg, I'll take over once you jump. Einfach so. Steig in den Hubschrauber. Wir sehen auf jeden Fall wieder sehr sexy aus. Es gibt ja jetzt auch in GTA Online auch schon seit ein paar Monaten diese Raubüberfälle. GTA Online, aber spiele ich gerade nicht. GTA Online. Flieg zum zur Absprungzone. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann GTA 5 für den PC natürlich, aber jetzt noch nicht. Ich muss das erstmal durchspielen auf der Xbox und ich will jetzt nicht schon wieder 60 Euro oder so ausgeben für das, im Prinzip für das gleiche Spiel. Das wäre ein bisschen unnötig. Es ist zwar gerade runtergesetzt, weil Summer Sale in Steam begonnen hat, aber nur 25%. Ich warte da noch, keine Ahnung, wie lange, bis ich mir das kaufe, wenn es mal wirklich recht günstig ist. Und dann kommen vielleicht auch wieder GTA Online Videos vom PC aus, vielleicht mit anderen Leuten mal, keine Ahnung, mal gucken. Es ist hier sehr turbulent, aber wieder eine sehr schöne Sicht. Ja, die Grafik ist natürlich besser auf dem PC. Aber so schlecht ist das nicht. Also wer sich da beschwert, das Thema habe ich ja schon mal angesprochen mit Beschwerden über Grafik. Oh, die Grafik ist viel besser auf dem PC, das ist voll scheiße hier. Ich bin mit Spielen aufgewachsen, da gab es noch keine Grafik. Deshalb ist das für mich das richtig geil hier, immer noch. Und so ein großer Unterschied ist da jetzt auch nicht. Whatever else blowback there might be. Hey, I shouldn't have asked. Let's go. Come on, fuck you waiting for? We all. Okay, wir springen natürlich. Wo müssen wir hin? Oh fuck, ich. Okay, die zählen auch gut. Ich dachte schon, ich habe viel zu früh. Muss da vorne irgendwo auf dem Dach. Und die Kamera. Ah ja.
Ja, wo ist das jetzt? Ah, doch, ist es. Das könnte natürlich jetzt hier ein großer Fail werden. Die sind schon da? Was? Was ist eigentlich mit Trevor? Ich glaube, wir haben immer noch Stress mit dem, oder? Ich bin jetzt nicht mehr komplett hinter der Story, also bin da nicht up to date, weil ich, wie gesagt, lange nicht mehr aufgenommen habe. So, gut, dass das da gestanden hat oder immer noch steht. Weil sonst hätte ich das vergessen mit dem Landen. Okay, das geht gut. Nicht auf dem Glas landen, sehr schön. Perfekt. Und nun? Okay. Come on, Franklin. Let's go, buddy. Got it. Great. Oh, better than an elevator. Fuck. We're okay. In. I'm getting the hang of this heist work. Server rooms in the bottom right of my plans here. Begib dich zum Serverraum. Hier das mal ganz langsam an. Okay, wir haben Licht. Man kann ja immer noch die Waffen. Habe ich das eigentlich gemacht? Die Waffen ein bisschen aufgetuned. Ich glaube schon. Bist du? Und nun? Da steht nicht, was ich machen soll? Achso, okay. Der hat schon Dings dran. In der Hand. Erstmal hier zur Seite gehen. So, ganz lang. Wir gehen das voll gechillt an. Wir gehen das jetzt nochmal zur Seite, oder? Runter. Als ob das keiner gehört hat. Okay, jetzt. Was haben wir denn? Spezialkarabiner? Ne, Moment. Hä? Wo waren die Waffen mit dem Licht? Ah, Karabiner. Ja, komm, holen wir mal Karabiner. Wegen dem Licht. Yeah, no shit. An explosion will tend to do that. I'm looking at the terminal. The terminal, my bad. Connect your cell, apps are on there. They better be. Oh nein. Das ist wieder so ein Rotz. Okay, oh Gott. Oh. Okay. Ich sehe sie nicht. Ich habe nur begrenzt Zeit. Aber warte mal, da war doch irgendwo 29. Ich dachte nicht, dass man so zur Seite gehen kann. Ich sehe die scheiß 29 nicht. Die sind doch direkt neben dran, oder? Dann auch. Wo ist die scheiß 29? Da. Ich hab's doch. Wo ist sie? Da. Oh. Okay, I'm connected. Ah, okay, jetzt einfach hier drücken. Das ist leichter. Ich hab die Zahl nicht gesehen eben. Fuck! Oh nein! Nochmal neu. Da war ich zu schnell. Da wollte ich zu viel, deshalb warte ich jetzt auch hier mal. So. I think I'm in. Wahrscheinlich hier jetzt. Yep. Okay. We're rewriting history. Security is right on top of you. Hear that? We gotta hold them off while this thing completes its process. Okay, sehr schön. Ich hol doch Spezialkarabiner, die ist natürlich besser. So, jetzt wird hier mal wieder ein bisschen gemetzelt. Das gefällt mir natürlich. Oh, da muss ich auch aufpassen. Einfach hier die Stellung halten. Steht irgendwo Uhrzeit? Auf den Terminal. Ah, wir können nicht gucken, aber ich bin gerade ein bisschen zu heikel. 30%, okay. Das geht doch. Voll Energie haben wir noch. Ein bisschen mal auf den Kopf schießen, Alter. Ich mach das nicht. Schieß einfach so lange drauf, bis der down ist. So. Zwei Level. Irgendwas über 40.
Eigentlich ist das ja mega machbar, besonders mit Zielhilfe. Ich bin echt mal gespannt, wenn ich auf PC spiele ohne Zielhilfe, weil mit Controller ohne Zielhilfe ist halt mega, mega schwer. Das kriege ich nicht hin. Wo ist die denn? Wo sind die denn? Sterben unsere Leute eigentlich? Ich glaube, ich hätte zu Franklin wechseln können. Okay, scheiße, unser Heli ist natürlich gefetzt. Brauchen wir irgendwie Planen, genau. Oh, fuck. Sehr fertig. Alter, wie viele? Wir müssen irgendwie am Gebäude runter, dann. Das wird natürlich auch ein bisschen haarig. So, bin aber erstmal gespannt, ob wir das direkt beim ersten Versuch hinkriegen. Bisher geht's ja eigentlich noch. Ich bin zu faul, zu Franklin zu wechseln. Ah. Got it. Alright, people. Let's get the hell out of here. Okay. Und raus mit uns. Gib mir irgendwas Munition. Alter, warum backt das so? Coming through. Hey, warum backt das so? Oh, shit. Irgendwas. Was macht der? So, da bin ich wieder. Ich muss hier kurz einen Cut setzen. Vielleicht lasse ich noch kurz, ich weiß noch nicht, wie ich schneide, vielleicht lasse ich kurz ein bisschen was drin, damit ihr seht, was das Problem war. Falls nicht, ich konnte meinen Controller nicht mehr richtig bewegen. Ich dachte, er wäre kaputt. Da habe ich einen anderen benutzt. Und da war genau das gleiche Problem. Und das habe ich auch gemacht und die zwei waren dann weiterhin hier und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Es hat mega gebuggt, konnte einfach nichts machen. Also musste ich die Mission neu starten, bin dann irgendwo aus dem Dings gesprungen. Hier gleich rein und dann... Oh, Digga! Wo ist der? Oh, scheiße, der ist down. Oh, fuck, ich muss kurz Energie. Das war richtig scheiße von mir gemacht. Muss die Mission neu starten. Bin extra gestorben. Das war richtig dumm. Hab kurz schlechte Laune bekommen, aber jetzt geht's ja anscheinend wieder. Okay, Energie kriege ich auch wieder ein bisschen. Deckung natürlich nutzen. Jetzt habe ich natürlich viel Munition verschwendet und halt eine umsonst neu gestartete Mission. Richtig nervig. Genau hier geradeaus bin ich aus dem Dach einfach gesprungen. Und dann ging es jetzt wieder. Muss ich halt kurz nochmal bis dahin spielen. Aber alles gut, jetzt geht's weiter. Okay. Ach, da ist der Heli. Okay, wir können hier noch nicht runterspringen. Lauf nicht in den Weg rein. Ist er down? Ja. Okay, nice. Schön, dass die auch drauf schießen. Einfach mal schießen. Oh, da ist ein Medikit. Oh, da sind auch Leute. Oh, ich bin dort schön vorbeigeschossen. Medikit, nice. Das machen wir jetzt hier ganz easy. Genau. Das war aber knapp. Ja, lauft mal nicht so schnell. Ein kleiner Nachzug, ne? Ich bleib einfach hinten, genau. Ich lass die erstmal die Drecksarbeit erledigen. Aber lauf trotzdem geradeaus. Wäre auch dumm. Wir sollen ja spielen und nicht die anderen. Geht's denn da lang? Denkst du da? Oh, da geht's lang. Oh Mann.
Alter, komm schon. Richtig behindert wieder. Oh, Alter, ich treffe natürlich einen Scheiß. Oh, nein, was macht der? Warum da Deckung? Er sieht gerade mega behindert aus, wie ich spiele. Das ist mir hier ein bisschen zu eng und die zwei nerven da mega, finde ich. Stellen sich immer dahin, wo ich hingehen will. Okay, können wir jetzt hier aus dem Ding springen? Hä, warum ist der schon down?